4 Millionen Zuschauer vor den Fernsehbildschirmen beschäftigt derzeit an jedem Freitagabend vor allem eine Frage: Glänzen Model Anna Ermakova, 23, und Profitänzer Valentin Lusin, 36, bei Let's Dance wieder mit 30 Punkten? Oder verpassen sie die Höchstpunktzahl knapp? Doch nicht nur auf dem RTL-Parkett pushen sich die beiden Woche für Woche nach oben, auch in einem anderen Bereich läuft es für das Tanzpaar derzeit extrem gut. Let's Dance, Anna Ermakova und Valentin Lusin sind Publikumslieblinge. Mit ihrem Quickstep zu Sandy Shows, Puppet on a String, bewies Team Curly Fries in der 8. Entscheidungsshow abermals, dass es in einer ganz anderen Liga tanzt. Wieder gab es 30 Punkte für eine Darbietung des Paares, und diese waren laut Chefjuror Joachim Jambi, 58, immer noch zu wenig. Im Fall Ermakovas und Lusins überträgt sich die Gunst der Jury jede Woche auch direkt auf das Publikum. Im Saal und auf den sozialen Netzwerken wird das Tanzpaar gefeiert. Dass es die beiden bis ins Finale schaffen, bezweifelt ohnehin niemand mehr. Vielmehr ist der Sieg in der 16. Staffel, Let's Dance, fast nur noch eine Formsache.